Okay, geil. Jetzt ist echt bespuckt. Beste Fans. Hallo und herzlich willkommen, liebe Herr Tarnerinnen und Herr Tarner, bei der Woche in Blau-Weiß, präsentiert von 94.3 RS2. Dennis, leicht angeschlagen hier wieder für euch am Start. Wir haben ja gerade schon den kleinen Ausschnitt gesehen. Leverkusen hat sich jetzt nicht so krass gelohnt für uns, sowohl punktetechnisch als auch, ich sag mal, zwischenmenschlich. Vielleicht habe ich ja deswegen eine Rotznase, weil sie in Leverkusen meine Keime mit mir gespielt haben. Den Vlog aus Leverkusen könnt ihr euch natürlich aber trotzdem gerne mal gönnen. Findet ihr gekürzt auf unserem YouTube-Kanal sowie die komplette Fassung auf Hertha TV Plus. Und das sind Einblicke, die man so nah nirgends kriegt. Ich meine, komm schon. So, auf jeden Fall hat Jesse gerade die Ecke rausgeholt, hat sich dann kurz noch ein bisschen mit Tarn gelegt, weil der den Ball nicht hergegeben hat. Wir standen halt auch einfach genau daneben. Ja, und auch wenn wir leider mit der Profimannschaft am Wochenende nicht so erfolgreich waren, hat unsere U19 gezeigt, wie es geht. Kurz zu den Vorzeichen. Unsere A-Jugend ist am kommenden Wochenende spielfrei, musste also letzte Woche Freitag unbedingt in Wolfsburg gewinnen, um den Staffelsieg in der A-Jugend-Bundesliga Nord-Nordost einzutüten. Bei keinem Sieg unsererseits hätte Dynamo Dresden jetzt nämlich noch vorbeiziehen können. Aber hätte, hätte Fahrradkette, unsere Jungs waren absolut stark. In Minute 13 gibt es diese Ecke. Der Ball wird verlängert und Ibrahim Massa ballert ihn zur Führung rein. In Hälfte 2 lassen wir die Szene mal etwas länger laufen. Der lange Ball der Wolfsburger geht hier eigentlich ins Nichts. Wahrscheinlich hätten wir ihn da eher ins Ausgehen lassen sollen. Die Wölfe gehen sofort ins Pressing über. Wir schlagen den Ball aber nicht einfach weg, sondern befreien uns richtig gut über viele kurze Pässe und leiten unseren eigenen Konter ein. Der Pass nach außen hier auf Ulrich geht eigentlich etwas zu weit raus. Der setzt sich dann aber durch. In der Mitte wartet Aichi. 2:0 für uns. Zehn Minuten später macht Wolfsburg zwar den Anschlusstreffer, wir bleiben aber cool und ziehen den Angriff diesmal über rechts auf. Pepe Pereira Mendes nutzt seine Schnelligkeit aus, bringt den Ball gefährlich in die Mitte. Von hinten kommt Elias Strassner, Roms 3:1 für uns. Auch hierauf folgt ein weiterer Anschlusstreffer der Wölfe, damit wir in der 88. Minute aber den Deckel draufsetzen. Aichi fängt hier selbst den Ball ab. Und lasse sein Tempo mit. Pass raus. Mendes scheitert noch am Keeper. Aichi kriegt den Rebound und macht sein zweites zum 4:2 Endstand. Schön zwei Tage vor seinem 19. Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Damit gewinnt unsere A-Jugend das Spiel, ist damit Staffelsieger und spielt jetzt Anfang April im Halbfinale der Endrunde zur deutschen Meisterschaft. Viel Erfolg, Jungs, ihr packt es. Wirklich hungrig sein hier, Freunde, hungrig sein. Apropos hungrig sein, kurzes Timeout hier mal. Ey, habt ihr auch irgendwie Hunger? Komm, wir machen kurz Pause, holen uns mal kurz was zu essen. Kommt ihr mit? Ja, klar, kommt ihr mit. Ab geht's. Holen uns schöne kleine Currywurst. Ja. Und ihr dachtet, ich mache einen Spaß? Natürlich nicht. Wir gehen jetzt schöne Currywurst essen. Und wo? Natürlich hier beim Imbiss Olympische Brücke. Und da drüben ist er dann. Eingefleischte Hertha TV-Fans können sich daran erinnern, damals hat das Ding noch Claudia gehört. Jetzt hat Payman das aber übernommen, das Ganze schön neu gemacht, auch mit Hertha-Logo da oben drauf. So muss es sein. Und jetzt holen wir uns hier einfach mal eine Wurst. Nice. Was möchtest du auf deine Pommes? Oh, das reicht so mit der Soße dann. Ja. Ich danke dir. Und Freunde, das Wichtigste, das ist zwar jetzt hier drumherum alles neu, die Soße ist aber die gleiche wie vorher, wie schon seit Ewigkeiten. Und die ist absolut lecker. So, liebe Hertha-Fans, ich bin's, euer Lieblingskanake mit Claudia Rose. Wir haben jetzt geöffnet, ein bisschen später als gewollt, aber wir haben es geschafft. Zu Mainz haben wir jetzt auf. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Meine Wenigkeit ist da, Frau Rose ist da und die Evi, die auch immer dabei ist, auch mit dabei. Kommt vorbei, wir freuen uns. Bringt gute Laune mit, wir haben auch gute Laune und dann zerreißen wir Mainz zusammen. Ah, absolut lecker. Also guckt doch gerne mal vor dem kommenden Heimspiel vorbei. Vielleicht trefft ihr auch
eine Hertha-Legende dort, wie man munkelt, soll nämlich morgen auch im Stadion eine dabei sein. Auf jeden Fall möchte er selbst ein paar Worte an euch Fans richten. Hallo Herr Tanner, ich habe ein Interview mit HerthaBSC.com über meine Zeit in Berlin gesprochen und ich wünsche viel Spaß beim Lesen. Ha ho he und bis bald in Olympiastadion. Na, habt ihr ihn erkannt? Ohne die langen Haare vielleicht ein bisschen schwieriger, aber na klar, Marco Pantelic, seine Tore unvergessen. Castro halbherzig, dafür Pantelic mit Mumm und dem 1:1. Pantelic, der zuletzt mit zauberhaften Toren glänzte und heute nahtlos daran anschließt. Sofian Scheidt, butterweich auf Marco Pantelic und hier das 1:0 hochverdient. Und auch seine Auswechslung wohnt komplett mietfrei in meinen Erinnerungen. So, jetzt gibt es noch einen Wechsel. Christopher Samba. Der einzige Defensivspieler, den Falko Götz überhaupt noch zur Verfügung hat. Den Matlow gibt es ja nicht mehr, also Samba ist die Alternative. Es geht aber Pantelic raus und Samba soll noch ein Kopfballtor machen. Ja, Pantelic muss raus. Auch wenn er es nicht glauben kann. Das ist ein taktischer Wechsel. Samba ist ein kopfballstarker Mann. Pantelic hat sich bemüht. Deminiert sich hier in ungebührlicher Art und Weise und wird deshalb, und das finde ich ist korrekt, von Herbert Pfandl zum Abschluss noch verwarnt. Also checkt gerne mal das Interview mit Marco Pantelic auf herthabsc.com aus. Der hat selbst übrigens in 4 Spielen gegen Mainz 3-mal getroffen. Wie es sonst so gegen die 05er lief, gibt's bei Fakten, Fakten, Fakten gegen Mainz. Fakt Nummer 1, es anders angehen. Sowohl spielerisch müssen wir ein anderes Gesicht als in Leverkusen zeigen, als auch ich muss hier meine Fakten mal ein bisschen anders angehen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Vor Leverkusen hatte ich gesagt, sie greifen am häufigsten über rechts an, schießen über rechts, aber kaum Tore. Zack, gegen uns direkt 3. Super. Deswegen umdribbeln wir jetzt einfach mal das System. Sagen, was bei Mainz gerade alles läuft, damit das am Wochenende in die Hose geht. Hä? Ist das ein Plan oder was? 300er IQ. Mann, lasst mich. Ich bin abergläubisch. Vielleicht klappt das ja so. Also, wenn man sich die bisherige Bilanz gegen Mainz anguckt, sind wir derzeit deren absoluter Lieblingsgegner. In 7 Bundesligaspielen haben sie gegen uns tatsächlich kein Mal verloren. Eine solche Serie haben sie wirklich gegen keinen anderen Bundesligisten. Mainz-Keeper Robin Zentner hat in 8 Spielen sogar noch nie gegen uns verloren. Und die 05er haben gerade einen richtig guten Lauf. Die letzten 4 Bundesligaspiele alle gewonnen. Damit ihre persönlich längste Serie seit fast 12 Jahren aufgestellt. In der Rückrunde aus 6 Spielen 15 Punkte geholt und dort Expected Goals wert auch in der Rückrunde die zweitbeste Offensive der Liga. Fakt Nummer 2, 3, 2, 1, Rückstand. Gucken wir uns mal unsere letzten Heimerfolge gegen Mainz an und starten mit dem älteren von 2016. Seidel brachte die 05er nach 25 Minuten in Führung. Danach geht Lustig hier lieber mal auf Nummer sicher. Lang und weit bringt Sicherheit, man kennt's. Kalou nimmt Vedat mit und der aus der Drehung zum 1:1 Ausgleich. Und wie stark war das bitte gemacht. Hat kaum Platz, legt sich den Ball mit nur einer Berührung perfekt vor und versenkt ihn platziert und unhaltbar im Netz. In der zweiten Halbzeit lassen wir die Kugel gut laufen und warten auf die Lücke. Es folgt zwar der Ballverlust, wir holen ihn uns aber sofort wieder und greifen weiter an. Der Pass von Vedat raus auf Darida ist wirklich absolut clean. Und obwohl der Angriff verpufft zu sein scheint, ist es wieder Kalou, der auflegt. Und Vedat, der einnetzt. Nach Rückstand holen wir hier die 3 Punkte. Genauso wie beim letzten Heimsieg gegen den FSV 2019. Kurz nach der Pause gibt es diesen Angriff der 05er. Öztunali zieht ab. Stark hält seine Birne rein. 1:0 für Mainz. Nur 5 Minuten danach haben wir eine Ecke, die Duda reinbringt. Selke per Kopf, Müller hält, Nachschuss Grujic, 1:1. Später ist es dann wieder eine Ecke, doppelt hält besser. Diesmal klärt Müller per Faust, aber nicht weit genug. Lazaro mit dem Übersteiger und einem Wahnsinnsantritt auf Niki Stark. Und der diesmal ins richtige Tor zum 2:1 für uns.
Warum es anfangs ein Eigentor war und hier von Donati dann nicht, kann mir wahrscheinlich auch keiner erklären. Aber egal, die 3 Punkte bleiben in Berlin. Fakt Nummer 3, Mainzer Karrierestarter. In dem Spiel, was wir gerade gesehen haben, saß er damals noch auf der anderen Trainerbank, Sandro Schwarz. In Mainz geboren, in Mainz selbst zum Profi geworden und später dann auch in Mainz Bundesliga-Trainer. Natürlich wird es ein besonderes Spiel für ihn, aber trotzdem fokussiert sich unser Coach auf das Wesentliche. Viele bekannte Gesichter, viele gemeinsame, besondere Momente, die wir erlebt haben dann auch. Und deswegen freust du dich auf dieses Spiel. Und freue mich aber jetzt auch mit unseren Jungs, dieses Spiel bestreiten zu dürfen, mit dem Ziel logischerweise die 3 Punkte bei uns hier in Berlin zu behalten. Aber nicht nur unser Trainer kennt den Gegner gut. FN7, Florian Niederlechner, hat seine erste Bundesliga-Luft ebenfalls in Mainz geschnuppert. So hat Serdar auch seine ersten 45 Bundesligaspiele für die 05er absolviert und bei Djanga sind es sogar 122 Spiele. Ein Wiedersehen auf dem Rasen wird es bei Djanga aber leider nicht geben. Der hatte sich am Montag im Training an der Schulter verletzt und fällt leider erstmal aus. Dafür ist Willy Konga wieder eine Option, hat nach seiner 10 Verletzung jetzt komplett die Woche mit der Mannschaft wieder mittrainiert. Am Samstag 15.30 Uhr, da zählt es dann, wir zu Hause gegen Mainz 05, dessen Trainer Bo Svensson sich natürlich auch zum bevorstehenden Spiel geäußert hat. Das ist immer Sicht der Dinge. Ja, klar kannst du sagen, dass die unten stehen. Die waren aber auch weiter unten und haben zuletzt positive Ergebnisse dann auch erzielt. Und die haben, wenn wir die Heimbilanz dann gucken, von denen sehr guten Heimbilanz, die haben die letzten 2 Spiele zu Hause auch hier gewonnen und auch klar gewonnen und auch verdient gewonnen. Und wir sind doch nicht so naiv und denken, das ist eine einfache Aufgabe, genau das Gegenteil. Es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel für uns. So, Freunde, morgen ab ins Stadion mit euch für die 3 Punkte. Ich wäre dann soweit auch durch. Einen kleinen Tipp habe ich aber noch. Eine neue Folge Sag doch mal ist wieder online. Diesmal geht es um die Rückennummern unserer Spieler. Ja, im Moment schon. Die war in Augsburg damals frei und jetzt bei Hertha auch. Für mich ist egal. So, deswegen trage ich schon lange, lange Zeit. Bin aber seitdem sehr zufrieden mit der Nummer. Die spiele ich auch im Casino immer. Wenn ihr also noch nicht reingeguckt habt, macht das gerne mal. Gibt's bei uns auf Hertha TV. Jetzt bin ich aber wirklich durch. Ich bin dann fertig und ja, Hunger habe ich irgendwie auch schon wieder. Also haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei der Woche in Blau-Weiß. Hau he, euer Dennis. Macht's gut. Ciao, ciao. Oh, jetzt eine Currywurst. Yes. Ja, und ihr dachtet, ich mache einen Spaß?